Ihr habt zu Hause Zimmerpflanzen in Erde stehen, wolltet aber schon immer mal wissen, wie es ist, wenn man eine Zimmerpflanze ins mineralische Substrat oder ins PON überführt, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn heute gibt es die dritte Folge Erde gegen mineralisches Substrat. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und heute, wie gesagt, gibt es die dritte Folge vom Experiment Erde gegen mineralisches Substrat. In der letzten Folge haben wir ja schon so gewisse Unterschiede gesehen, wie sich die beiden Pflanzen in Erde bzw. im mineralischen Substrat so in den ersten 2 bis 3 Monaten verändert haben. Und heute kommen weitere 1,5 Monate dazu. Und wie die Pflanze letzte Mal aussah bzw. davor, das blende ich euch jetzt mal eben ein. Ganz klar, hier war die Pflanze noch ganz am Anfang, beziehungsweise die beiden Pflanzen waren ja noch ganz am Anfang sehr klein. Erstens mal mussten sich sowieso erstmal die Wurzeln etablieren, bevor obenrum Wachstum kam. Dann kam, wie gesagt, in der zweiten Folge vor genau 1,5 Monaten der Wachstum obenrum. Da haben sich dann auch hier und da mal ein Blättchen gebildet. Die Pflanze hatte aber immer noch nicht so hundertprozentig die Power, hat auch noch viel Kraft aus den vorhandenen Blättern gezogen, um den Neuaustrieb so gut wie möglich durchzubringen. Und heute gibt es genau das, was ihr sehen wollt, und zwar das hier. Bam, bam. Das ist eine schöne Veränderung, wenn ihr mich fragt. Das hier ist die Pflanze in Erde, das hier ist die aus dem mineralischen Substrat. Und ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, bevor wir jetzt weitermachen, erkläre ich euch einmal kurz die Unterschiede. Hier, wie gesagt, die Pflanze in Erde, hier einmal im mineralischen Substrat. Erstmal die Unterschiede in der Pflege. Im mineralischen Substrat gegenüber der Pflanze in Erde bedarf es dieser Pflanze natürlich eine komplett andere Pflege als die hier. Hier in Erde muss ich halt immer schauen, was ist denn hier? Ach so, das ist halt Blatt, das kitzelt mich so. Hier muss ich halt immer so ein bisschen gucken, ja, was macht die Oberfläche, ja, ist das hier feucht genug, ist das schon wieder zu trocken, muss ich gießen, weiß ich nicht. Ne? Der eine oder andere sieht das vielleicht mit dem ersten Blick, ich sehe das nicht, ich mache immer den Fingertest und das ist immer so ein bisschen mühselig. Da kann ich halt jetzt nicht einfach so viel Wasser reinkippen, bis ich sage, okay, hier sammelt sich so viel Wasser, ja, dann hat die Pflanze ja genug. Nein, das wäre natürlich der Tod für diese Pflanze, wenn ich die jetzt hier im Anstau halten würde. Hier hingegen kann ich einfach hingehen, ich kippe hier Wasser rein oder er sagt mir, ich kippe jetzt hier unten Wasser rein. Ne? Moment, bevor ich hier wieder rumsaue, hier unten befindet sich Wasser drin. Das Ding mache ich dann so voll, dass ich hier noch den Topf unfallfrei hier reinkriege. Hier übrigens die Wurzel, die kann man noch abknipsen. Ich lasse jetzt erstmal hier noch dran. Ne? Dann kann man das hier einfach reinstellen. Wasser packt man bis hierhin voll und dann habe ich hier ja gut 3-4 Wochen Ruhe, braucht dann da auch nicht mehr gießen, guckt dann irgendwann wieder rein, sehe, okay, da befindet sich kaum mehr Wasser drin, kippe ich wieder nach, fertig. Einfacher geht das, glaube ich, nicht. Und deswegen sage ich schon mal, hier auf jeden Fall der Punkt fürs mineralische Substrat. Und ansonsten, falls dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer das schon aufgefallen ist, hier am Rand befindet sich ganz viel Algenzeug. Ganz einfach, der Topf besteht aus Ton. Ton hat die Eigenschaft, sehr porös und durchlässig zu sein. Das bedeutet, hier geht auch sehr viel Feuchtigkeit durch die Poren nach außerhalb. Ja, und wenn hier da so ein bisschen Licht drauf scheint und so ein bisschen Feuchtigkeit besteht, kann es natürlich passieren, dass sich Algen bilden. Algen befinden sich in Form von Sporen überall in der Luft. Das heißt, wenn sich da irgendwo Sporen anhaften und die mit Feuchtigkeit über längeren Zeitraum in Verbindung kommen, kann dann halt so eine schmierige Oberfläche entstehen, die halt moosartig ist, ist aber nichts anderes als ein Algenfilm. Ist nicht weiter schlimm, kann man auch reinigen, ich habe dazu keinen Bock. Genauso wie hier, hier ist es auch so ein bisschen passiert, nur dass sich hier weniger Algen gebildet haben, weil hier halt einfach der Topf auch viel trockener steht. Hier sieht man dann halt ein paar Salze bzw. Kalk, wobei hier die Kalkmenge auch sehr gering ist. Abgetrocknetes Wasser, lassen wir es einfach so stehen. Ne, das sind so die Unterschiede, aber wie gesagt, diesen Rand, den hättet ihr auch nicht, wenn ihr die Pflanze halbwegs trockener halten würdet als ich. Die hier steht auch teilweise mal bei 80% Luftfeuchtigkeit, aber genau solche Dinge habe ich ja schon im letzten Video erwähnt in Bezug auf Haltungsbedingungen. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit den Unterschieden der Pflanzen an sich. Fangen wir an mit der Pflanze in Erde. Hier dran befindet sich genau ein Blatt weniger als hier.
Das ist dann irgendwann abgeworfen worden, war für mich in Ordnung, war für die Pflanze auch in Ordnung, weil man erkennt ja die beiden Neuaustriebe. Einmal das hier, das vorletzte Blatt, richtig schön, bisschen ründlicher, als man das gewohnt ist vielleicht von einer Alocasia Dragonscale in diesem Alter. Und hier ist das letzte Blatt ein bisschen länglicher, also finde ich auf jeden Fall sehr gelungen. Ja, die anderen Blätter, wie man hier erkennen kann, haben halt wie auch in dem letzten Video erklärt diese Mangelerscheinung, die aber ja gut auch als Mangelerscheinung erklärt werden können, aber das sind auch sogenannte Energieentzugserscheinungen, denn Alocasien ziehen auch mal gerne aus den alt bestehenden Blättern die Energie für den Neuaustrieb. Das passiert meistens aber nur dann, wenn irgendwo nicht hundertprozentig Nährstoffe zur Verfügung stehen, sonst wird die Pflanze sich ja selber kaputt machen. Aber wie gesagt, ältere Blätter werden dafür dann gerne genutzt. Die Pflanze zieht aus den älteren Blättern die Energie und nutzt die dann für den Neuaustrieb. Und ich finde, das ist hier auf jeden Fall gelungen. Die kann man jetzt einfach mit der Zeit dann einfach eingehen lassen und wenn sie ganz trocken sind, zupft man sie ab. Habe ich dann auch schon in anderen Videos erklärt, wie beispielsweise in der Black Velvet Folge. Genau, so und jetzt kommen wir hier hin. Diese Pflanze im mineralischen Substrat hat genau ein Blatt mehr. Die Blätter sehen hier auch so grundsätzlich, würde ich sagen, auch gesünder aus, nicht ganz so gelb und braun. Aber man muss sagen, die Pflanze hier hat jetzt für den Neuaustrieb ein bisschen länger gebraucht als die Pflanze in Erde. Man muss aber auch dazu sagen, also das hier ist das vorletzte Blatt. Wir halten jetzt einfach mal beide Pflanzen nebeneinander und vergleichen. Einmal hier das vorletzte Blatt, was gekommen ist, gegen dieses hier. Also hier sieht man einen ganz klaren Unterschied. Die im mineralischen Substrat, also diese hier, ist auf jeden Fall etwas stärker gewachsen. Dieses Blatt ist etwas größer als dieses hier. Farblich gesehen, ja, ist es auch ein bisschen dunkler. Macht aber nichts, sind beide schön. Trotzdem hier ganz klarer Unterschied. Und dann kam das letzte Blatt, das hier aus der Erde und das hier aus dem mineralischen Substrat. Jetzt sagt jeder natürlich erstmal, ja, aber das hier sieht doch viel schöner aus. Das liegt daran, dass das Blatt aus dem mineralischen Substrat erst seit 2 Tagen so komplett ausgerollt ist. Das heißt, dieses Blatt wird sich jetzt erstmal noch etablieren müssen. Die ganze Struktur, die ganze Blattsubstanz muss sich erstmal komplett aushärten und etablieren. Das heißt, das Blatt wird fester, es wird auch noch ein bisschen in die Breite gehen und die ganzen Strukturen, Blattadern, die werden sich jetzt erstmal in den nächsten 5 bis 10 Tagen so richtig entfalten. Und dann ist dieses Blatt sogar auch noch mal ein bisschen größer, als es jetzt ist. Und wenn man die beiden vergleicht, Moment, ich habe ja noch eine zweite Kamera, dann haben wir hier auf jeden Fall auch den Unterschied, denn dieses Blatt hier aus dem mineralischen Substrat ist auf jeden Fall jetzt schon größer und wird natürlich nach der Aushärtung dann auch entsprechend größer. Ne, ganz klare Sache. Ich bin mal gespannt, welche Blattfarbe das ganze Blatt dann auch annimmt, weil die beiden hier aus der Erde, die sehen auf jeden Fall genauso aus, wie ich mir das wünsche bei einer Dragonscale. Ne, genauso wie dieses Blatt hier. Und wenn dieses Blatt dann sich hier auch noch entsprechend vergrößert und genauso dunkel wird wie das hier, dann weiß ich schon mal, werde ich mich in dieser Pflanze auf jeden Fall genauso verlieben wie in dieser. Und jetzt kommt noch mal was Wichtiges. Wenn wir diese beiden Pflanzen demnächst auch mal umtopfen müssen, dann müssen wir uns nämlich folgende Frage stellen. Was passiert mit der Pflanze, wenn wir die umtopfen? Tja, in der Regel macht man sich dann nämlich vorher ganz viele Gedanken. Ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Hat die Pflanze gerade einen Neuaustrieb etc.? Und hier bei dieser Pflanze im mineralischen Substrat können wir einfach hingehen, die Pflanze jetzt rausziehen, wie wir wollen, nehmen einfach einen größeren Behälter, packen die da rein, mineralisches Substrat drüber, angießen, fertig. Und die Pflanze wird sagen, ja, ist gerade irgendwas passiert? Ja, ich glaube schon, ja, vielleicht aber auch nicht. Interessiert die Pflanze nicht. Hier hingegen wird die Pflanze auf jeden Fall ein bisschen mehr damit zu kämpfen haben, weil im Regelfall ist das so, wenn die Pflanze jetzt zum Beispiel im Neuaustrieb steht und wir gehen hin und holen die jetzt hier raus, topfen die um in einen anderen Behälter mit Erde, dann kann es passieren, dass die Pflanze im Neuaustrieb dann sagt, ich stoße den Neuaustrieb ab, um mich jetzt erstmal selber über Wasser zu halten. Da geht die Pflanze nämlich in so einem Selbsterhaltungsprozess, da die Pflanze sich selber sagt,
ich brauche den Neuaustrieb nicht, aber ich brauche auf jeden Fall meinen Schutz untenrum an der Wurzel. Das heißt, ich habe genug Blätter, also brauche ich das erste Blatt nicht. Die Pflanze hier wird diese Umtopfung gar nicht merken, also wird die auch gar nicht großartig an den Neuaustrieb gehen. Das heißt, der Neuaustrieb wird bleiben und alles ist gut. Also wer schon mal die Erfahrung gemacht hat, in Erde eine Pflanze umzutopfen während des Neuaustriebs und da positive Erfahrungen gemacht hat, der kann da gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich persönlich noch nicht. Ich habe dann auch irgendwann mal gesagt, ich werde gar keine Pflanze, die in Erde steht, mehr umtopfen, sofern sie sich im Neuaustrieb befindet. So, kommen wir jetzt aber zu einer ganz anderen Geschichte, denn in der letzten Folge habe ich nämlich das Projekt im Projekt ins Leben gerufen. Da habe ich angefangen, eine Gemüsepflanze einmal in Erde und einmal im mineralischen Substrat großziehen zu wollen, habe ich über Bord geschmissen, denn ich will das Ganze hier anständig und ohne Kosten und Mühen zu scheuen für euch klar und deutlich transparent hier vermitteln und deswegen zeige ich euch mal jetzt, was richtig cool ist. Jetzt erkläre ich euch erstmal, was ich denn gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, keine Kosten und Mühen gescheut, bin nochmal los zu dem Pflanzenhändler des Vertrauens und habe mir zwei Pflanzen gekauft, um hier nochmal neben der Dragon Scale auch nochmal eine Philodendron zu zeigen, wie genau die Unterschiede im Wachstum sind, einmal in Erde und einmal in mineralischem Substrat. Und ich habe natürlich zwei gengleiche Pflanzen genommen, also die Mutterpflanze ist die gleiche, man hat Stecklinge genommen, rein, zack, fertig. Und da habe ich mir natürlich zwei Pflanzen rausgesucht, die auch absolut identisch aussehen. Guckt sie euch an. Ich blende euch mal hier dieses Video ein. Da seht ihr jetzt die beiden Pflänzchen zum Zeitpunkt des Umtopfens. Also wirklich fast 100% gleich. Gleicher Neuaustrieb, relativ gleich auch im Stadium des Neuaustriebes. Das, was ich gerade erklärt habe, genau nämlich den Zeitpunkt des Umtopfens, wenn sich eine Pflanze in Erde befindet und die Pflanze sich gerade im Neuaustrieb befindet, kann es passieren, dass halt die Neuaustriebe kaputt gehen. Genau das kann nämlich passieren und da zeige ich euch jetzt einmal kurz die Pflanzen. Das ist einmal die, das ist einmal die hier und einmal die hier. So, das ist nämlich genau das, was ich gerade meinte. Dieses Blättchen kam genau zu dem Zeitpunkt, als wir die Pflanze umgetopft haben. Und wenn man sich jetzt mal die beiden Pflanzen anguckt und die beiden Blätter vergleicht, das ist genau das Gegenstück. Hier im mineralischen Substrat für die Pflanze gar kein Problem. Hier schon ein Problem. Okay, so, jetzt vergleichen wir einmal kurz die Bilder von eben mit jetzt. Ihr habt die Pflanzen gerade gesehen und jetzt vergleichen wir mal, was hier passiert ist. Also ich würde sagen, der Wachstum. An sich ist relativ gleich geblieben. Also die haben sich jetzt nicht irgendwie überholt, würde ich sagen. Also jetzt nicht eindeutig. Ne? Also vom Wachstum her würde ich sagen, relativ gleich. Nur halt der krüppelige Wachstum hier. Ne? Im Gegensatz zu diesem hier, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Punkt mehr für das mineralische Substrat im Gegensatz zu hier. Hier haben wir natürlich auch wieder pflegetechnisch ein bisschen mehr Aufwand. Hier müssen wir öfter gießen, öfter kontrollieren, ob hier genug Feuchtigkeit in der Erde vorhanden ist. Hier machen wir einfach Deckel auf, gucken rein, da befindet sich Wasser drin, alles klar, mache ich wieder zu, fertig. Ist hier kein Wasser drin, gieße ich ein bisschen nach, mache einen Deckel drauf, fertig. Und das hält sich dann ungefähr, wenn man es bis hierhin voll gießt, 3 bis 4 Wochen. Pi mal Daumen. So, aber wie gesagt, vom Wuchs her würde ich sagen, größentechnisch sind die relativ gleich. Und ich finde, das ist auf jeden Fall mal eine Pflanze, wo man genauso wie bei der Dragon Scale oder auch in meinem anderen Experiment, das Lichtexperiment, verlinke ich euch auch mal hier unten, 3 verschiedene Lichtquellen, wo wächst die Pflanze am besten? Am Fenster, weiter weg vom Fenster oder unter einer Pflanzen-LED,
Richtig cooles Projekt. Verlinke ich euch wie gesagt unten. Da gab es nämlich letzte Woche das Update-Video und ich muss sagen, ich war selber komplett baff, was da passiert ist. Aber wie gesagt, jetzt erstmal hierzu. Ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Ich denke, hier kann man auch noch sehr gut dran erkennen, was jetzt auf Dauer natürlich besser laufen wird. Entweder da oder da, also einmal in Erde oder im mineralischen Substrat. Ja, ich finde, ich habe mir hier für dieses schöne Tablett einen Daumen hoch verdient. Wenn ihr das genauso seht, haut den Daumen raus, lasst mir auch gerne ein Abo da, dann werdet ihr auf jeden Fall nach Aktivierung der Glocke die nächste Folge nicht verpassen. Und ansonsten schaut euch doch mal um, was ihr sonst noch so auf meinem Kanal findet. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und kümmert euch natürlich wie immer um eure Pflänzchen.